Heute erzähle ich euch von meiner Führung durch das Hofbräuhaus Traunstein. Bleibt dran. Herzlich willkommen zum Klöschbier Bierkanal. Heute wollte ich euch erzählen, wie ich im Hofbräuhaus Traunstein war letzte Woche. Genau vor einer Woche waren wir noch im Urlaub unten bei Traunstein und im Rahmen dessen habe ich mit meinem Schwiegervater eine Führung gemacht durch das Hofbräuhaus Traunstein. Ich hatte die VIP-Führung gebucht. Das ist mit dem Braumeister nachher noch 3 Biere verköstigen. Die Führung sollte 3 Stunden gehen von 14 bis 17 Uhr und ja, wir waren 14 Uhr pünktlich da und es ging los. Katrin, die Dame, die die Führung macht, hat uns durch die Brauerei geführt. Es war interessant. Ich muss sagen, als Hobbybrauer fand ich jetzt nichts, was für mich neu war. Es war interessant, das Ganze mal in großen Anlagen zu sehen. Es gab zwischendurch ein Filmchen. Natürlich große Werbeveranstaltungen, ist klar, aber es ist, sei ich gegönnt. Das Hofbrauhaus Traunstein ist die größte Brauerei in Traunstein und Umgebung. Und es war sehr interessant. Ein paar Fragen konnte ich stellen, die ich noch nicht wusste. Aber ansonsten grundsätzlich war es jetzt nicht so viel Neues. Interessant war es trotzdem. Nach einer Stunde war das vorbei und dann dachte ich, okay, jetzt noch 2 Stunden für 3 Biere. Okay, warum nicht? Dann kam die Überraschung, der Braumeister war nicht da, aber der Chef vom Ganzen. Das war für ihn auch das erste Mal, dass er diese Verköstigung da mitgemacht hat. Also saß der Maximilian Seiler da, der Chef des Hofbrauhauses Traunsteins seit 2012. Und wir haben gemeinsam diese Verköstigung gemacht, was sehr interessant war. Ein sehr sympathischer, fast 42-jähriger Herr, der dann uns eines zu den Bieren erzählte und zu der Brauerei, zu der Geschichte der Brauerei, zu den, ja, was so da los ist, auch in der Region an Brauereien. War echt interessant, ein schöner Nachmittag. Wir waren nur 6 Gäste. Die Führung findet statt mit bis zu 15 Leuten. Also hatten wir Glück, dass wir nur zu 6 waren. War auch eine witzige, gemischte Gruppe. Ja, das erste Bier war ein bayerisches Pilz. Ich bin sonst nicht so der Pilz-Fan, aber das war schon sehr, sehr leckeres Pilzen. Nicht ganz so herbes, wie man es sonst hat, sondern wirklich sehr, ja, ich würde sagen, süffiges Pilz. Ich persönlich finde Pilz nicht süffig. Es ist nicht so, dass man jetzt ja, so eins nach dem anderen trinken könnte. Das hingegen war wirklich sehr, sehr süffig. Dazu gab es eine Breze, gab es immer. Und beim Pilz gab es einen Frischkäse mit ein bisschen Pfeffer dazu, was hervorragendes Pairing war, hat echt gut geschmeckt. Da haben wir uns echt lang mit aufgehalten und viel geredet und gequasselt, war schön. Das zweite war dann der Fürstentrunk, das ist ein etwas stärkeres Helles von vom Hofbrauhaus Traunstein, was mein Highlight des Nachmittags war. Ein wunderschön malziges, recht schweres, aber schon doch sehr leckeres Helles, was eine schöne, leichte Bittere hat im Nachtrunk. Wirklich tolles Bier, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dazu gab es für die Brezel noch Oberster. Und die Verbindung von dem Fürstentrunk und dem Oberster war einfach richtig klasse. Also super geschmeckt. Und da haben wir schon 17 Uhr, ich ist jetzt gleich zu Ende. Und, ja, dann das dritte Bier halt noch, ein Weißbier. Das dritte war das Weißbier. Ich fand die Reihenfolge seltsam. Ich hätte, glaube ich, das Weißbier zuerst genommen, aber okay, war in Ordnung. Zum Weißbier gab es dann die Reste von den Brezen und von dem Frischkäse und dem Oberster. Aber als Pairing dazu gab es eine Kirschtomate einfach. Ganz einfach, aber das Pairing passte wirklich sehr, sehr gut. Wirklich eine super Verbindung. Das Weizen war jetzt nicht ganz so meins, aber es war trotzdem sehr gut trinkbar. Es war nicht ganz so süß, wie manche Weizen sind. Es war eher ein bisschen trockener, fand ich, aber gut trinkbar. Nicht hundertprozentig meins, aber trotzdem ein gutes Bier. Ja, wir hatten schon nach 17 Uhr, ich hatte meine Frau mittlerweile angerufen, dass es was später wird, dass es später abholen kommen muss. Und dann meinte Maximilian noch so, ja, dann, ja, das Ganze war in so einem Tasting Room sozusagen, ziemlich großen Raum wie eine Kneipe aufgemacht, aber eben nur zur Brauerei gehöre ich, nicht zur Gaststätte Hofbrauhaus, sodass wir da wirklich auch alleine waren. Und meinte, ja, wir können jetzt noch in die Theke gehen, dann gibt es da noch mal was zu probieren, wenn ihr möchtet. Und das haben wir dann gemacht und dann gab es dann noch mal einen hellen und einen dunklen Bock an der Theke und noch ein bisschen Forzell und war wirklich ein schöner Mittag. So, dass wir dann um 19 Uhr statt um 17 Uhr da raus sind. Und ja, also ich kann nur sagen, wer mal in Traunstein Umgebung ist, der sollte sich durchaus mal das Hofbräuhaus Traunstein ansehen. Es gibt da verschiedene Führungen. Es gibt die normale, die fast jeden Tag stattfindet. Es gibt eine mit Verkostungsurkunde am Ende und diese VIP-Führung. Und ich muss sagen, die hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und
Wir sind nächstes Jahr wieder da und ich überlege, die dann vielleicht doch nochmal zu machen, weil es einfach wirklich ein schöner Nachmittag war. Von den anderen Bieren vom Hofbräuhaus, wir haben eigentlich nur in Anführungszeichen 16 verschiedene Biere, die aber eigentlich eine Standard-Range sind. Das ist jetzt nichts ganz Spezielles, nichts IPAs, was haben sie alles nicht. Es sind eher so helle, dunkle Hefe, Weizen oder verschiedene auch alkoholfrei oder schwächere Biere. Das ist schon sehr interessant. Von den Bieren hatte ich mittlerweile so einige und ich muss sagen, Hofbräuhaus Traunstein hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich war zwei Tage vorher, also zwei, drei Fläschchen Bier kaufen für unsere Ferienwohnung, die wir gemietet hatten. Und da kam ich ins Gespräch mit dem Herrn, der da bediente. Und er meinte, Hofbräuhausführung, ja, ist ganz nett, aber besser hätten sie das und das gemacht. Ja, ich muss sagen, ich bin froh, dass wir diese Führung gemacht hatten. Der Teil der Führung war jetzt nicht das Großartige, aber dann zusammensitzen mit dem Chef der Brauerei, das hat dann schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Man hat da so einiges erfahren, auch interessante Sachen. Und das kann ich nur empfehlen. Also wer in Traunstein ist, Hofbräuhaus Traunstein besuchen. Ansonsten hier ein Abo dalassen und dann sehen wir uns bald wieder. Mach's gut. Prost.